Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SARS-CoV-2 Krise als Chance. Heute haben wir Freitag, den 24.04.2020 und als Titel für diese Folge habe ich mir ausgesucht Faktenvergleiche. Mein Name ist Anja Neubauer und ich versuche im zweitägigen Rhythmus eine Übersicht über Zahlen, Daten, Fakten zu geben und wie wir diese Krise mit den bestmöglichen Schritten oder Anregungen am besten überstehen können. Ja, Fakten sind extrem wichtig, um in einer Krise eben zu wissen, wann geht es weiter, wie muss ich mich anpassen, damit ich eben bestmöglich meine Arbeit, mein Privatleben umstellen kann. Und dass sich in einer Krise was verändert oder das Ende einer Krise eine Veränderung mit sich bringt, ist in der Regel klar. Nur wenn ich überhaupt keine Fakten habe, dann weiß ich nichts, woran ich festmachen kann, wie ich mein Verhalten verändern soll. Deshalb heute das Zitat auch für diese Folge: Die erbarmungsloseste Waffe ist die gelassene Darlegung der Fakten. Denn es geht momentan ziemlich durcheinander. Ihr habt es alle mitbekommen, in der Presse redet man über nichts anderes als weitere Lockerungen. Ja, natürlich, wir müssen lockern. Aber inwieweit ist das richtig? Und dann die neidischen Blicke auf andere Länder, die es vielleicht besser gemacht haben und die ganz entspannt sind und bei denen es viel besser läuft. Man sagt ja immer, auf der anderen Seite des Zaunes ist das Gras immer grüner. Das möchte ich mir mit euch heute zusammen einmal anschauen. Insbesondere auch, weil es immer mehr, ich sag mal, Verschwörungstheoretiker gibt. Natürlich ist es wichtig und ich bin da keine Ausnahme, alles zu hinterfragen und zu recherchieren, um eben nicht auf irgendwelche, Agenten hineinzufallen, um sich nicht jedem Narrativ hinzugeben, was einem vor die Füße geworfen wird. Man muss als denkender Mensch einfach auch hinterfragen. Nur, was für Schlussfolgerungen man daraus zieht, wer was wie warum, das ist eben der Unterschied. Und darum geht's heute in der Folge. Ja, den Aufbau kennt ihr inzwischen. Ich mache meistens erstmal einen Überblick Zahlen, Daten, Fakten, dann was wir über das Virus wissen, was im Weltgeschehen passiert und dann die Schlussfolgerungen, die wir für die Krisenverarbeitung daraus ziehen können. Ja, die verschiedenen Phasen einer Krise, die man durchlaufen muss, nämlich alle, um eine Krise erfolgreich zu überwinden, hatten wir in den vorangegangenen Videos auch immer wieder besprochen. Ich denke, wir sollten jetzt alle im Bereich der Neuorientierung sein. Insofern überspringen wir eine detaillierte Beschreibung dieser Folie. Und ihr wisst, das sind meine Ratschläge, die ich grundsätzlich gebe, dass man eben jetzt gerade die Zeit für Fortbildung, Weiterbildung nutzt, Planungen, wo soll die Reise in der Zukunft hingehen, dass man sich fit hält, natürlich bei den Tagesstrukturen bleibt und auch schöne Dinge macht, die einen erfreuen. Weil ansonsten wird die Isolation doch zu einer, wirklich starken Nervenprobe. Und es geht auch darum, dass man eben psychisch gestärkt aus einer Krise hervorgeht. Schauen wir uns einmal an, was wir über SARS-CoV-2, also das Virus als solches, wissen. Was ich jetzt mit aufgenommen habe, ist, dass immer mehr Studien kommen, beziehungsweise auch Berichte von Pathologen, Neurologen, die sagen, es sind Spätfolgen bei leichten Verläufen auch möglich. Und das Virus löst nicht nur Lungenentzündungen, sondern auch neurologische Schädigungen, Herzschäden, Gefäßentzündungen und multiple Organschädigungen aus. Die Mediziner sprechen da von einer Kaskade. Also das ist wie ein Dominoeffekt, dass ein Ding das andere denn bedingt und es so dann halt eben zum Ableben kommt. Und dann ist nach wie vor höchst streitig, ob man nach einer leichten Erkrankung immun ist oder nicht. Die WHO sagt ja, das RKI sagt nein. Das sind alles Sachen, die auch noch umstritten sind, wie ich dir auch hier erläutert habe. Der Platz reicht sonst irgendwann nicht mehr. Das sind alles Sachen, die ich nur sammle, damit wir wissen, wo Schwerpunkte sind, was es auch problematisch macht, überhaupt einen Impfstoff zu finden. Das habe ich jetzt nicht mit aufgefasst, weil das sind Sachen, wir haben inzwischen drei bekannte Stämme und die Forscher verzweifeln ein bisschen. Einige haben auch schon gesagt, wir bräuchten eigentlich direkt
von Anfang an 3 verschiedene Impfstoffe, um überhaupt so etwas wie einen Impferfolg zu erzielen, weil wir ja eben schon wissen, es gibt 3 verschiedene Stämme, also damit das überhaupt was bringt mit einer Impfung, dann ist es so, dass eine schnelle Mutationsrate das Ganze auch zunichte machen könnte. Man weiß es nicht und selbst die Optimistischsten haben gesagt, naja, ein Jahr ist mehr als optimistisch. Der erste Impfstoff ist jetzt im klinischen Verlauf oder die ersten Impfstoffe, es sind angeblich ja schon 2, man weiß es nicht. Ja, nur um zu sagen, es ist extrem schwierig, hier einen Impfstoff zu entwickeln, aus den verschiedensten Gründen. Dazu werde ich auch mal eine gesonderte Präsentation machen, warum das so ist. Aber das ist heute eben nicht Thema. Schauen wir uns lieber mal die Zahlen an, weil diese Zahlen sind halt eben das allentscheidende Maß eigentlich aller Dinge, um zu entscheiden, inwieweit kann man wieder eröffnen, inwieweit besteht eine extreme Gefahr oder auch nur eine leichte Gefahr oder vielleicht gar keine Gefahr, welche Maßnahmen bringen was, indem man eben auch mit den anderen Ländern vergleicht. Ich persönlich halte es für sehr wichtig, sich genau anzuschauen, was in den verschiedenen Ländern passiert ist, was für Maßnahmen ergriffen wurden, wann sie ergriffen wurden, um daraus Rückschlüsse ziehen zu können, was vielleicht funktioniert und was nicht. Es gibt viele, die sagen, naja, andere Länder interessieren mich nicht, wir sind hier in Deutschland. Mich interessiert das deshalb, weil keiner kann mit diesem Ding von Virus umgehen. Das kennt noch keiner. Das gibt es jetzt erst seit Anfang des Jahres und die Nachrichten werden immer schneller, aber wirklich konkretes, anfassbares, belastbares Zahlenmaterial haben wir überhaupt nicht. Und das Problem ist, das haben wir weltweit. Also bleiben nur Vergleiche mit anderen, um zu schauen, was haben die besser gemacht, was haben die vielleicht schlechter gemacht oder gar nicht erst gemacht und welche Ergebnisse ergeben sich daraus, damit man sich zumindest daran entlanghangeln kann. Ich denke, das ist schon ganz vernünftig, dass man eben sich den weltweiten Vergleich immer anschaut. Ja, so, und Italien, da gehen die Infektionszahlen langsam runter. Die hat nur plus 2600 gestern an Neuinfektionen, bei uns plus 547. Das ist nicht viel, aber wir haben inzwischen auch schon die 151.000er Grenze überschritten. Viele Leute fragen sich, das ist aber lustig. Italien hat nur rund 40.000 mehr und haben so viel mehr Tote. Die haben 25.550 Tote fast und bei uns gerade mal, naja, ein Fünftel. Das ist natürlich etwas, worüber die ganze Welt staunt, weil Deutschland ist da im Vergleich, kann im Vergleich überhaupt keine Ausnahme sein, weil das Virus ist ja in Deutschland nicht auf einen ganz anderen Genpool gestoßen und wir haben auch kein anderes Virus. Das ist etwas, was nach wie vor sehr erstaunlich ist. Wieler hat mal gesagt, naja, die Kollegen aus aller Welt rufen mich an und fragen mich jeden Tag, oh, wie machten ihr das? Und ich sagte, naja, wir waren halt gut vorbereitet. Naja, ihr erinnert euch an die allerersten Videos, die ich gemacht habe. Ich glaube nicht, dass wir vorbereitet waren. Deshalb muss ich jedes Mal wieder staunen, wenn ich unsere Zahlen sehe, insbesondere wenn ich mir die Testanzahl anschaue. Zumal wir auch wissen, dass vielfach in den Labors Testmaterialien, Reagenzien fehlen, aufgrund des Zusammenbruchs der Lieferketten, dass Testungen gar nicht ausgewertet werden konnten und oder Tests nicht ausgewertet werden konnten und wir auch teilweise an den Graphen nachvollziehen können, dass nicht getestet wurde. Das ist etwas, was mich mehr als erstaunt. Ich habe da auch keine Erklärung für, überhaupt keine. Umgekehrt muss man so sehen, dass andere Länder, bei denen, also bei uns gab es ja jetzt auch den Shutdown, das haben ja alle mitbekommen, viele finden es einfach ätzend und bedrohlich. Ich muss auch sagen, durch den Shutdown werden natürlich Grundrechte eingeschränkt, das wisst ihr aus meinen vorangegangenen Präsentationen. Ich halte das auch für mehr als bedenklich. Aus gesundheitlichen Gründen zum Schutze der Bevölkerung kann man das natürlich tun. Aber, und da nehme ich genau die gleiche Position an wie unsere Verfassungsrechtler, das muss verdammt gut begründet werden. Denn da müssen schon Grundrechte höheren Ranges dann mit ganz gewichtigen Grundrechten wie Bewegungsfreiheit, Demonstrationsrecht und so weiter, müssen noch im Einklang sein, damit sich das rechtfertigen lässt. Ne? Praktische Konkordanz haben wir im letzten Video gehabt. Da müssen die Grundrechte in Einklang gebracht werden.
Das ist wahnsinnig schwierig, weil wir haben diese Zahlen nicht. Ja, also die Neuinfektionen sind zurückgegangen, deshalb es muss eine Lockerung her. Ich rede jetzt nicht nur vom Betriebswirtschaftlichen, also dass die Wirtschaft jetzt wieder anfangen muss, das auch. Ich rede jetzt wirklich nur vom rein juristischen. Anhand dieser Zahlen lassen sich wirklich Lockdowns nicht oder Einschränkungen oder das ist ja ein Berufsverbot, wenn eine Kneipe geschlossen wird. Ne? Solche Verbote lassen sich sonst nicht mehr rechtfertigen. Also es ist absehbar und klar, dass eine Lockerung jetzt kommt. Inwieweit die richtig ist, das ist das große Fragezeichen. Denn es gibt andere Länder, die halt andere Strategien fahren. Wir hatten es gesehen an UK, also an England. Die hatten am Anfang auch die Strategien, ja, wir lassen laufen. Kriegen tun wir es eh alle. Ja, dann sterben halt welche. Ist halt so. Aber so wirklich verhindern kann man es eh nicht. Und haben dann festgestellt, oh shit, da sterben ja viel zu viele Leute. Und haben es uns gleich getan und haben gesagt, wir machen auch einen Lockdown. Und die haben ähnlich hohe Infektionszahlen wie wir inzwischen. Die sind aber immer noch im Anstieg. Und die haben ja vierfach so viel Tote wie wir inzwischen. Ja, erstaunlich. Andere haben die Hardcore-Sache im Sinne von, wir lassen einfach laufen, durchgezogen. Das sehen wir in Belgien, das sehen wir in Holland. Und jetzt sagt ihr natürlich, ja, die sind ja viel kleiner, die Länder. Deshalb haben wir hier Tote pro 1 Million Population. Da sieht man schon, in Holland sterben 244 von 1 Million Leute und in Deutschland nur 64. Kleiner, aber entscheidender Unterschied. Schweden, das werden wir uns gleich nochmal ganz genau anschauen, haben inzwischen eine Sterberate von 12%. Also von allen Infizierten, die gemessen haben, sterben 12%. Bei uns sind es gerade mal 3,5. Ihr erinnert euch, die WHO hatte das so als Mittelwert gesagt, 3,5%. Wenn das Gesundheitssystem zusammenbricht, dann natürlich mehr. Ja. Bei denen bricht aber gar nicht zusammen und die haben trotzdem 12%. Die haben allerdings auch laufen lassen. Wenn wir uns das angucken, bei denen sterben 200 Leute pro 1 Million, bei uns nur 64. Da muss man sich schon fragen. Aber wie gesagt, Schweden wird heute ein ganz großer Schwerpunkt sein. Aber schauen wir uns auch mal Japan an. 11.950 Infizierte, nur insgesamt 299 Tote. Das steigt nur ganz langsam an und da haben wir nur 2 Tote pro Million Population. Die haben ganz früh angefangen, alle Schulen dicht zu machen, Masken zu tragen, Hände waschen, dann haben die sowieso, das ist natürlich auch in den asiatischen Ländern eine Mentalitätssache, nicht dieses Umarmen und Küsschen, sondern man verbeugt sich, man hält ohnehin Abstand. Erstaunlich, ja. Das ist immer wieder ein erstaunliches Vergleichsspiel, wenn man sich Japan anschaut und unsere Länder. Österreich zum Beispiel, 15.000 Infizierte nur 522 Tote, kommen in etwa auf unseren Wert, sind natürlich besser dran noch, dass die vor uns schon angefangen haben zu lockern oder jetzt lockern wollen, ist verständlich. Ne? Schweiz hingegen 178 und das ist eins der am meisten oder am bestentwickelten Länder, was das Gesundheitssystem angeht. Ne? Erstaunlich, die haben einfach zu spät angefangen. Die Zahl 28.500 Infizierte mag gering sein, aber wenn man sich das anschaut, wie viele daran gestorben sind, das ist schon sehr massiv. Wenn wir uns hingegen Dänemark angucken, die sind hier schon gar nicht mehr drauf. Die haben auch direkt dicht gemacht, ja. Und das ist natürlich etwas, oder Norwegen auch, das ist natürlich etwas, woran man auch sieht, man kann das schon eindämmen, wenn man rechtzeitig Maßnahmen ergriffen hat. Jetzt ist es so, Dänemark und Norwegen stehen auch jetzt vor der Wiedereröffnung, weil die auch müssen, weil deren Wirtschaft auch kollabiert. Und die schauen wir uns heute im Vergleich mal genauer an. Denn alle Welt schreit momentan, Schweden, unser großes Vorbild, die sind viel entspannter, die haben einfach laufen lassen. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen und dass dem auch so nicht ist, werde ich heute darstellen. 151.000 haben wir inzwischen, schauen wir uns die Grafik an. Hier sieht man sehr schön, Kölner Karnevalstabelle, gar nicht machbar. Ne? Das ist kein exponentieller Verlauf, da wird einfach nicht getestet. Nordrhein-Westfalen ist nur eine Gerade, das ist eigentlich auch unmöglich, weil
Eigentlich muss ein Virus so verlaufen oder so. Man sieht, die Deutschlandkurve hat jetzt einen Knick bekommen. Wir lagen anfangs sogar noch über den Zahlen von Italien. Das ist das, was hier orange ist. Da sieht man richtig, der Graph verlässt das. Und ja, jetzt sind wir drunter mit unseren Infektionszahlen. Nur leider steigen so ein bisschen die Neuinfektionen wieder an. Klar, wir werden nicht ganz drum herum kommen. Dann hatte ich ja gesagt, vielleicht ist es hilfreich, wenn wir uns die Intensivbetten angucken. Nee, ist es überhaupt nicht. Man konnte vorher erkennen, dass die Kliniken, die ausgelastet waren, dass wir das gut im Griff haben, weil das ist ja auch der Punkt, der die Rechtfertigung liefern soll, weshalb wir alle zu Hause bleiben und möglichst Homeoffice machen und möglichst nur einmal die Woche einkaufen und, und. Wir sehen, dass die Auslastung immer schön niedrig war und unsere Krankenhaus-, also unsere Intensivbettenkapazität quasi stündlich oder täglich erhöht wurde. Das ist natürlich super, wenn man weiß, wir können noch aufstocken an Beatmungsplätzen, an Dialysegeräten und so weiter. Dann ist das natürlich super, weil für den Fall, dass wir eine richtige Welle bekommen, sind unsere Krankenhäuser nicht überlastet. Inzwischen ist es sogar so, dass man immer wieder Meldungen hört, dass Krankenschwestern droht, dass sie in Kurzarbeit gehen müssen, weil es gerne eine Leere gibt, ja, weil die alle nichts zu tun haben. Man hat aufgerüstet ohne Ende und jetzt passiert nichts. Das Lustige ist, wir können mit diesen Zahlen gar nichts anfangen, weil das hier sind jetzt die Zahlen vom 21.04. und deshalb habe ich das auch groß gelassen und das sind die Zahlen von gestern Abend. Und man sieht, oh ja, es sind weniger Kliniken ausgelastet und erste Engpässe, das ist ein bisschen mehr, dafür sind die ausgelasteten Kliniken weniger geworden, mehr freie Kapazitäten, super. Und auf einmal denke ich, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, wenn man sich die Anzahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen anschaut, die Zahl der Intensivbetten insgesamt, Leute, da kann was nicht stimmen. Bundesland, wenn man sich die Zahlen anguckt, ich rechne mal mit, 121, 668, 759, 556, 84, 181. Man sieht, die Zahlen wurden hier gar nicht aktualisiert. Also entweder hat die Morgenpost gepennt oder das RKI hat keine richtigen Zahlen. Weil daraus kann man jetzt auch wieder nicht sehen, wird's besser oder schlechter. Also die Intensivbettenkapazität scheint tatsächlich keine Auskunft darüber zu geben, inwieweit man einer Gefahr gestärkt entgegentreten könnte oder nicht. Wir wissen noch nicht mal, wie viele Leute liegen tatsächlich drauf, weil diese Meldungen sind nicht einmal verpflichtend. Schauen wir uns die Politik an. Ja, gestern hat Frau Merkel der Politik einen großen Rüffel verpasst, insbesondere den Ländern. Und man mutmaßt, dass Herr Laschet angesprochen war, dass man da nicht übertreiben sollte. Damit ist gemeint, dass in Nordrhein-Westfalen, wo Herr Laschet halt der Länderchef ist, der Ministerpräsident, dass da zu locker mit den Lockerungen umgegangen wird. Der will alles direkt wieder morgen aufmachen. Er wurde sogar unfreiwillig von einem Twitter-Hashtag, wurde verballhornt, Laschet fordert, weil er nämlich sagte, und das war schon etwas vermessen, ich lasse mir nicht von einem Virologen sagen, was ich zu tun habe. Ja, ich lasse es einfach unkommentiert stehen, weil das interessiert uns gerade heute nicht, weil uns geht's darum zu verstehen, welche Maßnahmen bringen was und was nicht und welche Ansicht Herr Laschet hat, ist jetzt gerade in der Sekunde, so leid mir das tut, zweitrangig. Viel interessanter finde ich, dass in China immer mehr Infektionen jetzt kommen und man weiß es halt leider nicht genau, ob das jetzt wieder ein Testfehler war oder nicht. Es kann auch sein, dass das eben ein neuer Virusstamm ist, der inzwischen durch Reisende eingetreten ist und eingetroffen ist und dementsprechend jetzt da die Runde macht. Wir müssen auf jeden Fall davon ausgehen, dass dieses Virus nicht so schnell zu packen ist, wie man sich das vorstellt. Das ist nicht wie Masern, okay, man hat es gehabt und dann ist man durch. Sondern hier kann es tatsächlich sein, dass man wieder infiziert wird, weil man keine Antikörper gebildet hat oder weil man nie Antikörper hatte.
weil man vorher nicht wirklich infiziert war oder dass es eben ein anderer Virusstamm ist. Man kriegt dieses Ding einfach nicht zu packen. Und das ist eben auch das, was es unglaublich schwierig macht in der Impfstoffentwicklung. Und deshalb denke ich auch, sollten wir nicht zu früh Hurra schreien, bloß weil wir irgendwo hören, da ist eine klinische Testphase im Gange und da wird schon was ausprobiert. Das wird noch länger dauern und das ist so ohne weiteres nicht zu packen. Wir haben es hier nicht nur mit einem Ding zu tun. Und wenn irgendwelche Verschwörungstheoretiker sagen, ja, die Impfindustrie steckt dahinter. Nee, das würde ich nur vermuten, wenn schon irgendwas als Bausatz irgendwo in der Schublade wäre. Aber nicht, wenn ein Impfstoff in diesem Ausmaß überhaupt erstmal gefunden werden müsste. Und naja, also mit dem wird gar nicht zu rechnen sein. Das wäre ein ganz schlechtes Geschäft. Ja, sagen wir es mal so. Naja, die Auflagen für Friseurbesuche stehen fest. Hurra, wir können endlich wieder zum Haare schneiden. Der Weltärztepräsident hat gesagt, das ist totaler Quatsch mit Schals oder Tüchern. Das bringt überhaupt nichts. Wir brauchen schon wenn Masken und ja, er hat es Überbietungswettbewerb genannt. Ja, die Maskenpflicht kommt nämlich. Das heißt, jetzt müssen alle, die das Haus verlassen, einkaufen gehen, am sozialen Leben teilnehmen, müssen Masken tragen. Da kann man auch sehr drüber streiten, inwieweit das überhaupt was bringt. Ich denke mir mal immer so, es gab auch Videos, habe ich gesehen, wo Leute das verballhornt haben, die haben einfach einen Schal genommen, eine Deodose, haben durchgesprüht und haben gesagt, seht ihr, hält gar nicht auf. Aber damit kann man zumindest ein bisschen was aufhalten. Ein bisschen bei einer Maske, wenn jeder eine Maske aufhat, insgesamt wird damit schon die Menge, denke ich mir mal, die man aufnehmen kann, reduziert. Insofern ist das von der Denkweise trotzdem nicht so verkehrt. Es wird auf jeden Fall denen entgegenkommen, die Vorerkrankungen haben, die sich schützen müssen, die natürlich dadurch auch ein bisschen mehr Sicherheit haben. Und da warnen eben die meisten Experten, weshalb die Maske nichts bringe, weil man dadurch eben vergessen würde, dass das Wichtigste eigentlich wäre, Abstand zu halten, dass das eine falsche Sicherheit ist. Nun, alles zusammen wird nur den Erfolg bringen. Ich denke mir aber, dass die Leute nicht so dumm sind. Nur dieser Flickenteppich immer. Hier wird gelockert, da wird nicht gelockert. Bremen führt die Maskenpflicht ein, die anderen nicht. Ich meine, wir haben es ja jetzt bundeseinheitlich. Ich verstehe es nicht. Da hat die Bundesregierung sich selber einen Bärendienst erwiesen, dass sie nicht ins Infektionsschutzgesetz aufgenommen haben, dass es bundeseinheitlich geregelt wird, weil im Artikel 73 wird es eigentlich so vorgesehen, zum Schutz der Zivilbevölkerung hat der Bund eigentlich die ausschließliche Gesetzgebung. Und dass die nicht gesagt haben, wir brauchen etwas, womit wir bundesweit schnell Maßnahmen steuern können. So bleibt es beim Föderalismus und wir haben Riesenprobleme. Ja, das hatte ich eben zu Beginn angesprochen, dass auch eben systemische Systemerkrankungen auftreten können. Und die meisten haben natürlich auch Vorerkrankungen, aber das sind alles Erkrankungen, mit denen man normalerweise 20, 30 Jahre noch locker leben kann und an denen man nicht stirbt. Ja, deshalb ist es so, dass wir nicht mal sagen können, die Leute sterben an Lungenentzündung, das sehen wir gleich jetzt noch, sondern die haben mehrfache Organschädigungen, die dann aufgetreten sind. Gut, der Klaus Püschel, das ist der Rechtsmediziner aus Hamburg, der hat gesagt, naja gut, die meisten hatten Vorerkrankungen. Er ist auch ein großer Fan, dass man da differenziert, ob die Leute mit oder an Covid gestorben sind. Mit heißt, sie wären sowieso gestorben. Und an heißt, das Virus hat sie tatsächlich platt gemacht. Da kommen wir gleich auch noch zu. Ich finde diese Unterscheidung eigentlich zynisch, weil wenn jemand an einer Grippe stirbt, dann sterben die alle an Grippe und keiner kommt auf die Idee zu sagen, der ist an Herz-Kreislauf-Versagen gestorben, weil man weiß, der hatte die Grippe und dementsprechend ist der an Grippe gestorben. Ne, um es jetzt präzise zu formulieren, es wäre ein Herzinfarkt aufgrund einer grippalen Infektion oder einer Grippeinfektion, aber Tod ist Tod, ne? Das macht nichts. Ursprünglich hatte das RKI geraten, oh, bloß nicht so viel obduzieren, weil die Leichen sind relativ verseucht. Er hat gesagt, ist doch Quatsch, wir müssen doch wissen, was passiert. Da hat er völlig recht, wir müssen obduzieren, wir kommen gar nicht umhin. Und er sieht das auch nicht so streng, ja gut, wir schützen uns schon und so, ole ole, ne?
da müssen wir aber trotzdem halt reingucken. RKI hat dann hinterher ganz schnell ist zurückgerudert und hat gesagt, nein, also so meinten wir das nicht. Das heißt nicht, wir verbieten Autopsien, sondern wir möchten einfach, dass die Leute da sehr vorsichtig sind. Er sagt, alles Quatsch, das machen wir wie immer, wir kennen das ja. Umgekehrt, andere Ärzte hier, das ist aus der Schweiz, das ist der Zankow, der hat auch viele Verstorbene inzwischen autopsiert und sagt, nee, also wir haben schon höchste Sicherheitsmaßnahmen, weil die, deshalb auch diese Überschrift, die klingt fürchterlich, ich weiß, aber er sagt, die waren voll von Viren, da muss man schon aufpassen. Und er hatte nur eine einzige Frau, bei der Erreger komplett aus dem Körper raus war, als sie starb, und er sagte, ja, die ist schon an SARS-CoV-2 gestorben. Wir haben halt diese Kaskade gesehen, auch wenn der Virus selber in ihrem Körper nicht mehr war, aber es war die gleiche Kaskade. Ja, und auch er sagt, das ist mehr, als dass die Mikrozirkulation in der Lunge es ausgelöst hat, sondern dass tatsächlich multiple Organschädigungen stattfinden und auch Lungenversagen natürlich auch mit dazugehört, aber auch zum Beispiel Herzversagen und so weiter. Er hat auch gesagt, viele von denen haben Bluthochdruck gehabt und waren übergewichtig oder hatten Krebs oder waren Raucher oder Diabetes. Nichtsdestotrotz, wir haben immer wieder auch Berichte gehabt, dass Leute ohne jede Vorerkrankung, und da wäre es eigentlich jetzt mal sinnvoll, wenn Leute ohne Vorerkrankung, wenn die sterben, dass da eine Autopsie stattfindet und man genau schaut, woran sind die gestorben. Denn nur so können wir Kenntnisse erlangen, wie das Virus sich tatsächlich fortsetzt. Ein geschwächter Organismus, und sei es wegen Kleinigkeiten, der macht nicht die Probleme, sondern wir müssen genau wissen, wie kann er auch bei nicht Gefährdeten eingreifen. Das sind eigentlich die Zahlen, die wir brauchen. Aber die ganze Welt steht da noch, um es sozusagen auf dem Schlauch. Dann haben wir die nächste Hiobsbotschaft gehabt, dass Hydrochloroquin als Kombination oder mit in Kombination mit Atromycin tatsächlich doch nicht hilft, im Gegenteil es sogar noch schlimmer macht. Das ist natürlich ganz schlecht, weil da hat man ja viele Hoffnungen drauf gesetzt. Insbesondere Trump hat gesagt, Mensch, das ist jetzt das Ding, das nutzen wir. Das hat schon tolle Erfolge gehabt und jetzt auf einmal heißt es im Gegenteil, das hilft ja überhaupt nicht. Ganz schlecht. Also da hatte ich mich eigentlich gefreut und was gehofft. Und dann haben wir noch aus der Epidemiologie die verborgenen Toten. Ja, das war ein Artikel, den wollte ich euch nicht vorenthalten. Viele Menschen würden nicht an, sondern mit dem Virus sterben. Da sind wir wieder bei dem Thema. Aber letztendlich müssen wir mal anschauen, wie das mit der Übersterblichkeit ist. Und da finden wir wirklich, egal wohin wir schauen, tatsächlich eine hohe Rate. Ausnahme Deutschland. Das Statistische Bundesamt hat nur die Sterbefälle bis Mitte März veröffentlicht und deshalb können wir da noch nichts ablesen. Noch nicht wirklich. Und das Robert-Koch-Institut selber sagt auch, naja, wir halten das für wahrscheinlich, dass auch in Deutschland die Zahl der Covid-19-Toten unterschätzt wird. Ja, es wird einfach nicht getestet. Das ist ein ganz großes Problem. Man weiß nämlich nicht, werden die Leute getestet, nur die in Krankenhäusern liegen, weil man weiß inzwischen, dass viele auch relativ spontan und heftig erkranken und dann vielleicht nicht mehr in der Lage sind, den Notarzt zu rufen. Plötzliches Lungenversagen, wenn diese Kaskade ausgelöst wird. Und das ist etwas, was wir eben jetzt alles noch nicht einschätzen können, von dem wir aber wissen, da müssen wir ein Augenmerk drauf haben. Die Übersterblichkeit ist augenfällig und wir müssen schauen, wie viele Tote gibt es tatsächlich. Ist allerdings ein weltweites Problem, nicht nur in Deutschland, ne? Mit der Übersterblichkeit. Es gibt verschiedene Erklärungsansätze, warum sehr viel mehr Leute sterben, obwohl gar nicht so viele als Corona-Tote identifiziert werden. Ja, es ist halt eben von einer hohen Dunkelziffer auszugehen und in den Berichten Italiens, da war es zum Beispiel so, dass die einfach auch nicht mehr die Leute versorgen konnten und deshalb viele Leute nicht in Krankenhäusern behandelt werden konnten, die ganz normal behandelt worden wären und dementsprechend mit in die Statistik einfließen. Das können wir in Deutschland allerdings ausschließen, weil wir sehen ja, unsere Bettenkapazität ist mehr als ausreichend, die ist so hoch
geschraubt worden. Da wird keiner unversorgt bleiben. Obwohl wir auch schon beobachten, dass die Leute aus Furcht vor dem Krankenhaus, vor einer Infektion, nicht ins Krankenhaus gehen. Das hatten Ärzte in den letzten Tagen auch gemeldet, ne? Dass sie da besorgt sind. Dann gibt es natürlich indirekte Effekte. Das heißt, dass die Leute aus Depressionen oder eben aus der ökonomischen Schwäche heraus dann nicht ins Krankenhaus gehen oder und dann sterben und das womöglich das auch die Antwort der Gesellschaft sein. Nur da muss man gucken. Ich glaube, bloß weil die Versorgung durch Hausärzte zurückgeht, sterben nicht so viel mehr Menschen, weil wir sehen ja, dass die Kurve einen extremen Verlauf hat. Wir haben diese roten Bereiche gesehen. Naja, was die Excess Mortality angeht, hat der liebe Dr. Robert Siegmund eine Tabelle erstellt. Die ist jetzt Datum vom 17.04. Leider ist Schweden nicht mit dabei. Da kann man sich das mal anschauen. Er hat das auf die Jahrestoten umgerechnet und hat auch die deutschen Zahlen, soweit die eben vom OECD zur Verfügung gestellt waren, mal gegenübergestellt. Also bei Deutschland haben wir immerhin 4,57% mehr Tote als sonst. Schweiz 16,85%. Österreich 5,41, also das ist schon ordentlich, massivst in Spanien, in Italien, in Frankreich. Ja, also da kann auch keiner sagen, naja, es sterben nicht mehr Menschen. Wenn man sowas sieht, hier hessenschau.de, trotz Corona in Hessen sterben nicht mehr Menschen als sonst, dann ist das nur eine punktuelle Ansicht und kann mit Sicherheit nicht für alles gelten. Aber es gibt leider Gottes immer Leute, die dann sagen, das ist halt so, das ist Verschwörung, sollen alle nur weggesperrt werden, es stirbt ja keiner. Ne? Also man kann das immer so und so auslegen, ich halte das für Quatsch. Dann hat der schwedische Chef-Virologe Deutschland gestern extrem angegriffen und gesagt, ja, Deutschland zerstört seine Wirtschaft, ist ja alles Quatsch, unsere Strategie ist nicht nachhaltig, wir haben den Leuten gar nichts verboten. Und wir haben da überhaupt keinen Stress gehabt. Ihr seid einfach dumm. Und ich bin mir nicht ganz sicher, weil wenn man so aus seiner Sicht jetzt hört, wir haben alles laufen lassen, oder so wird es ja auch in dem Artikel dargestellt. Wir haben alles laufen lassen und bei euch habt ihr alles abgeschlossen, alles weggesperrt, die Schulen geschlossen und dennoch sterben bei euch trotzdem Leute. Also so kriegt das ja nicht in den Griff. Während hingegen bei uns, ja, ein paar Leute sterben, aber bei uns läuft's weiter. Und zwar ganz normal, Edge-Badge. Das ist etwas, was mich gereizt hat, wo ich mir gesagt habe, ich gucke mir das mal genauer an. Weil das kann eigentlich nicht sein, denn wir haben ja auch gesehen, dass in Schweden inzwischen 12% aller Infizierten sterben und das, obwohl die keine Auslastung der Intensivbetten haben. Also die sind nicht überlastet, das reicht völlig aus. Ihr sagt ja selber in dem Artikel, alles übertrieben. Hier, die Studien mit Bedarf an Krankenhausbetten war zu hoch. Studien, die vor Hunderttausenden Toten warnten, wie zum Beispiel London Imperial College, seien extrem übertrieben. Na, ihr erinnert euch, ich hatte das auch mal zum Gegenstand einer Präsentation gemacht hier. Das haben wir in einem Video besprochen, alles übertrieben, hatten wir auch nicht. Ja, das stimmt, die hatten keine Überlastung, aber 12% sterben bei denen. Da sagt er, der einzige Unterschied ist, dass die Todesfälle halt später passieren. Ne? Dadurch, dass bei uns mehr infiziert sind, sterben auch mehr. Macht irgendwie nicht so wirklich Sinn. Ja, es kann durchaus sein, dass die später sterben, aber es kann auch sein, dass wir es insgesamt besser im Griff haben und die jetzt noch nicht mal mit der ersten Welle durch sind. Ne? Schwer zu sagen, am Ende wird man erst sehen, nämlich in einem Jahr etwa, wer recht hatte mit seiner Strategie, aber ich fand es sehr merkwürdig, dass es so dargestellt wird, als würden die einfach laufen lassen. Oder jeder sagt das. Ja, die Schweden, die machen gar nichts und jetzt guckt ihr die an. Und irgendwas stimmt doch da nicht. Bei uns werden inzwischen auch die kritischen Stimmen laut und sagen, die drastischen Corona-Verbote bringen kaum etwas. Das ist aus Telepolis, die ich sehr schätze. Und die sagen, hier, das ist eine Grafik vom RKI, habe ich verifiziert, es stimmt tatsächlich. Die sagen, die Reproduktionszahl war schon am 23.03. unter 1. Das würde aber ein Shutdown überhaupt nicht rechtfertigen. Ich frage mich aber ganz ehrlich, wie kommen die auf diese Zahlen? Das hier sind nur die Zuwachszahlen, also die Neuinfektionen. Und blau sind die Schulschließungen gewesen und rot war der Shutdown, also wo es hieß Ausgangssperren und so weiter. Das ist jetzt halt nur Deutschland, NRW und Köln. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen,
Wir wissen ja, etwa 14 Tage Inkubationszeit. Das war eben 14 Tage vor Ostern, Pi mal Daumen. Hier hätten wir jetzt eine Verringerung sehen müssen. Ja, die Zahlen sind aber trotzdem noch angestiegen und gingen erst zum Ende der Osterferien runter. Guckt es euch an. Das ist kein Quatsch, den ich da erzähle, ne? Also, also die ersten Auswirkungen des Shutdowns haben wir hier gesehen. Mir kann doch keiner erzählen, dass da die Reproduktionsrate schon so niedrig war. Nur Reproduktionszahl hatten wir im letzten Video schon. RKI sagt, naja, das sind verschiedene Faktoren und der Rest wird geschätzt. Ja, toll. Mich würde, wie gesagt, interessieren, und da sind wir wieder bei meinem Hauptkritikpunkt, wir wissen nicht, was das RKI da rechnet. Also mit so einer Grafik kann ich nichts anfangen. Also wenn ich das sehe, muss ich sagen, jeder Shutdown ist komplett ungerechtfertigt. Weil 0,7 heißt, die Fallzahlen sinken. Es müssten immer weniger werden. Das heißt, von 1000 Leuten werden immer nur 700 neu angesteckt. Also, naja. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen, wie die auf diese Zahlen kommen. Schauen wir uns hingegen mal Schweden an. Da haben wir tatsächlich jetzt auch, was wir ganz deutlich sehen, immer größere Zahlen der unter 60-Jährigen. Ne? Also klar, die Alten sterben zuerst, weil die ein höheres Risiko haben, weil die auch kränker sind. Ne? Aber dass auch jetzt junge Leute sterben, also 20 im Bereich alleine zwischen 40 und 49 Jahren, 7 zwischen 30 und 39 und sogar 4 im 20er-Bereich. Das finde ich schon sehr bedenklich, weil wie viele Vorerkrankungen kann man denn haben in dem Alter, ne? Oder Risikofaktoren. Und die Infektionszahlen zeigen auch, dass mehr als die Hälfte unter 50 ist. Ne? Also das ist das mit dem eben laufen lassen. Ne? Es reicht nicht nur, die Alten zu schützen. Aber wie gesagt, die behaupten das halt und so ist es. Währenddessen wurde ich zu einer Gruppe eingeladen auf Facebook, die nennt sich die Corona-Rebellen. Ja, war ich neugierig, habe ich mal geguckt. Beschreibung, ja, die wollen sich kritisch mit Freiheitseinschränkungen auseinandersetzen, bin ich ja mit dabei, ne? Also da muss man auch kritisch sein, weil das sind unsere höchsten Güter, unsere höchsten Grundrechte. Da muss man zweimal hingucken, wenn die eingeschränkt werden, da muss man verdammt gute Gründe für haben. Wie gesagt, ein R-Nord von 0,7 rechtfertigt nicht einen Shutdown, ne? Also keine Berufseinschränkung, gar nichts eigentlich, ja. Also muss man genauer hinschauen, aber wir stellen Fragen, wie sind sie derzeit angemessen? Jawohl, da bin ich auch noch mit. Jetzt, was spielt sich im Schatten von Corona ab? Wer profitiert davon und was passiert noch auf der Welt, während die Corona-Hysterie hier Unwissen treibt? Welche Auswirkungen haben die Ausgangssperren und sonstige Maßnahmen wie Überwachung und Einschränkung der Freiheitsrechte auf unsere Gesellschaft? Wird uns da dachte ich so, oh. Okay, das wird spannend. Und dann machten uns diese Fragen schon zu sogenannten Verschwörungstheoretikern. Ja, definitiv. Der letzte Teil auf jeden Fall. Denn, ihr wisst es aus meinen Videos, ich sage schon, wenn irgendwas wirklich kritisch zu betrachten ist, aber man muss auch immer einen Blick auf die ganze Welt haben und dann auch die anderen Fragen stellen, eben who benefits? Und die ganze Welt hat nichts davon, dass die ganze Wirtschaft zusammenbricht. Und da werden Theorien laut, es ist unfassbar. Vor allen Dingen das hier ist wirklich dann eher Verschwörungstheorie und dass der Gegner hat Macht und Geld und beinahe die gesamte Bevölkerung hinter sich. Nein, ich versuche einfach nur sachlich Fakten zu erörtern und es geht auch nicht hier WHO und Pharmas und so weiter, Impfstoff. Nein, es gibt noch keinen Impfstoff und es wird sehr wahrscheinlich noch, okay, ganz ehrlich, im Worst Case wird es noch 12 Jahre dauern, bis wir überhaupt einen Impfstoff haben gegen dieses Viech von Virus. Und das bastelt keiner mal eben so lapidar. Wir kriegen da ganz schwer einen Pakt dran, so optimistisch alle Meldungen vorher waren. Wir entwickeln schon einen Impfstoff. So schnell wird es niemals kommen. Und selbst wenn, dann werden es mit Sicherheit verschiedene Labors sein, die das entwickeln oder ähnliche. Weil für jeden Virustyp, weil das Ding mutiert auch wie die Hulle. Und das ist eine Gefahr, wenn zu viele Menschen sich zu schnell infizieren, dann passt sich dieses Virus an, dann gibt es Mutationen und dann haben wir wieder ein Problem, dann brauchen wir wieder einen neuen Impfstoff. Also das glaube ich als allerletztes. Aber hier werden Fantasien auch getragen und das ist dann leider der Punkt. Ne? Auf der einen Seite will man sich kritisch mit etwas auseinandersetzen und zack,
direkt wieder die Hälfte Aluhut dabei. Das ja in zum Beispiel Schweden, und deshalb war das auch der Auslöser für dieses Video, dass in Schweden ja alles besser ist. Man will uns nur unserer Freiheitsrechte berauben. Und die Maskenpflicht. Ja, man will uns zwingen, dass wir ersticken. Das habe ich original gelesen. Es ist unglaublich. Sowas wird da gepostet. Das Video ist inzwischen gelöscht. Ich habe es woanders noch gefunden. Xavier Naidoo will jetzt die Bundesregierung verklagen, weil man ihn zur Maskenpflicht zwingt. Und er hat im Hintergrund sein Lied Marionetten laufen. Vielleicht wurde es auch deshalb gelöscht. Er hatte mit Marionetten schon mal ein kleines Problem bekommen. 2017, da hat er noch gesagt, ja, das war missverständlich. Nee, hier sagt er ganz deutlich, Weltherrschaft, und da ist eine Weltorganisation hinter und die wollen uns alle nur knechten und überwachen. Und ja, und natürlich, klar, immer wieder der Verweis auf Schweden, jetzt von ihm nicht direkt, aber in der Gruppe. Aber da habe ich mir gesagt, so, jetzt gucken wir uns mal Schweden an. Wie sieht's denn wirklich bei denen aus? Und ich habe eine Seite gefunden auf Englisch. Ne? Coronavirus latest Swedish government ready to introduce more restrictions if needed, warns PM. Bitte? Moment, habe ich das richtig gelesen? Der schwedische PM sagt, also Leute, wenn ihr nicht zu Hause bleibt, dann müssen wir tatsächlich einen Shutdown machen. Hat er das wirklich gesagt? Ja, das hat er gesagt. Also, bei den Schweden, das habe ich jetzt soweit recherchiert, das ist auch hier in diesem Artikel, den könnt ihr alle so auch nachvollziehen. Da wurden die ganzen Schritte chronologisch aufgezählt, was die gemacht haben. Also erstmal, da muss man den Schweden großes Kompliment machen, Hut ab. Die sind nicht hingegangen und haben gesagt, ach, das ist nur ein Schnupfen, das ist nur eine Grippe, wir haben das im Griff, das ist easy peasy. Nein, die haben direkt den Leuten gesagt, passt auf, das ist ein neues Virus, das ist sehr ansteckend und das kann ganz böse Folgen haben. Deshalb, wir möchten euch das nicht verbieten. Also sprich, die Leute wussten genau, das ist schon eine sehr ernste Sache. Ne? Das ist keine Grippe und das ist schon ein Ding, was auch töten kann, und wir haben keinen Impfstoff. Also die haben das wirklich direkt von Anfang an so klar gezogen, dass jeder wusste, womit das zu tun hat. Und eben nicht nur dem Schnupfen, ne? Der nicht so schlimm ist. Die haben also ganz konkret gesagt, worum es geht, und haben gesagt, so. Und deshalb denken wir, es wäre besser, wenn wir Abstand halten. Die Leute, die irgendwie möglich, die Möglichkeit haben, zu Hause zu bleiben, die sollten das bitte auch tun. Und wenn die Leute zu Hause bleiben, bitte versucht auch das Einkaufen ein bisschen einzuschränken. Also wir raten auch an, oder wir haben jetzt Auflagen ersonnen für die Pubs. In den Pubs darf keiner mehr sich an der Bar rumlümmeln, die sollen alle Abstand halten, jeder an einem Tisch versetzt. Die sind also genau darauf eingegangen, das zu machen, was die Chinesen jetzt nach Aufhebung des Lockdowns in Wuhan machen. Ne, da hatte ich ja auch schon mal ein Video in einer Präsentation hier dargestellt. Da müssen die Leute in den Restaurants weit auseinandersitzen und nicht mehr nebeneinander. Und man sagte, nee, nee, also wir werden die nicht schließen, aber bitte achtet darauf, dass die Leute einen ganz großen Abstand haben. Draußen auf der Terrasse ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, aber wir bitten euch, haltet Abstand. Und tja, jetzt auf einmal heißt es, nee, nee, sorry, auch wenn wir sehen, dass sich die Infektionskurve abflacht, haben wir ein Problem, und deshalb müssen wir gucken, dass wir die Infektionszahlen runterkriegen, und es ist notwendig, dass jeder sich da verantwortlich fühlt, und ansonsten müssen wir das tatsächlich in Betracht ziehen, dass wir einen Shutdown machen, denn die Gefahr ist bei weitem noch nicht vorbei, und wir bitten euch dringend, euch an die Anordnungen der Verantwortlichen hier zu halten, denn wir haben hier ein Risiko, und das ist noch lange nicht vorbei, es sterben immer mehr Menschen. Wir kommen so sonst nicht weiter. Also offensichtlich ist bei euch das Problem, die Sonne scheint und ihr wollt alle raus. Können wir verstehen, ist aber leider nicht angemessen. Und ich find's erstaunlich. So, it's not the time to relax the restrictions and recommendations. On the contrary, the government is ready to make further decisions if it should be needed in order to reduce the spread the infection. Die werden einen Shutdown machen, weil bei denen gehen die Zahlen steil hoch. Ja, und auch die Sterbezahlen, ne, 12%. Ne, das finde ich nicht lustig.
Also, das ist nicht so, dass die Schweden das lockere, fröhliche Völkchen sind. Oh ja, dann sterben wir halt. Nein, ganz weit entfernt davon. Und das wird hier völlig falsch dargestellt. Nicht nur hier, sondern auch in Großbritannien, überall, wo die Leute sagen, wir haben einen Shutdown, wir wollen raus, wir sehen das gar nicht ein. Nö, nö. Der einzige Unterschied ist, dass man es bisher dass man an den Menschenverstand appelliert hat und hat gesagt, Leute, das ist eine super gefährliche Kiste, was hier passiert. Die haben denen das von Anfang an gesagt und die Schweden haben gesagt, jo, haben wir verstanden. Nur jetzt haben sie es verdrängt. Wir haben es gesehen, dasselbe passiert trotz Shutdown, ja, in Deutschland. Es wird schön und die Leute gehen auf die Straße und sagen, hey, ich nutze jetzt mal das schöne Wetter. Wochenmarkt, wir haben die Fotos gesehen. Überfüllt, wie immer, es sieht aus wie an jedem normalen Samstag. Ja, keiner hält sich dran. Das ist einfach die Natur des Menschen. Es ist schön, man möchte wieder raus, man möchte gesellig sein. Der Mensch ist ein soziales Tier. Und gut, bei uns gibt's halt die Auflagen, bei denen nicht. Und bei denen wird's jetzt langsam brenzlig, weil die haben laufen lassen. Und ja, was soll ich sagen? Hinzu kommt, was sie ohnehin schon gemacht haben, die haben gesagt, dass die verschiedene Sachen einfach gecancelt haben und dass die auch nach wie vor sagen, wir möchten nicht, dass hier irgendwelche Reiseaktivitäten stattfinden. Und natürlich, die Pubs und so weiter, die sind weiterhin geöffnet, aber bitte haltet Abstand und auch bei Eiscremebuden, das könnt ihr nicht machen. Denkt bitte dran. Und bitte folgt, wenn ihr Nachbarn habt, die über 70 sind und so weiter, ne? Passt auf, ja? Passt auf die auf und versucht die bitte nicht anzustecken. Und die haben nämlich genau das erkannt, dass immer mehr junge Leute, die eigentlich weniger Symptome zeigen, dann auch schwere Verläufe haben. Ja, leider Gottes ist es so, je mehr Infizierte, umso mehr Tote. Ja, so sieht's nämlich aus inzwischen. Das ist Schweden und das ist die Anzahl der Toten. Wohingegen eben Norwegen, Dänemark, Finnland, die in der weltweiten Statistik so gut wie kaum auftauchen, hat Schweden hier wupp, da die Kurve ganz weit nach oben und ja, ich würde eher sagen, das ist ein Negativbeispiel dafür, wie man damit umgehen sollte. Weil die Leute werden zwar nicht unter Zwang zu Hause gehalten, aber das machen die halt alle freiwillig. Und das ist ein Riesenunterschied. Die bleiben trotzdem zu Hause. Das bekäme man hier höchstwahrscheinlich gar nicht so umgesetzt, weil bei uns direkt alles rebelliert. Man will uns nur einschränken. Hinzu kommt, dass deren Zahlen wirklich so explodiert sind, was natürlich auch kritisiert wird teilweise. Also die Gesundheitsagentur in Schweden hat auch gesagt, wir vermuten, dass sehr viel mehr Leute auch infiziert sind, vielleicht tausendfach mehr. Und da hat direkt eine schwedische Journalistin gesagt, Moment, tausendfach mehr kann ja gar nicht sein, so viele haben wir ja gar nicht hier in der Bevölkerung in Schweden. Haben die gesagt, oh ja, haben sie recht, wenn wir direkt korrigieren. Aber Dunkelziffer ist bei denen enorm hoch. Die können nicht davon ausgehen, dass es alle schon durchhaben. Also im Sinne von Herdenimmunität sind die auch ebenfalls weit noch von entfernt. Und die wissen auch in Schweden, und das habe ich da an anderen Stellen auch gelesen, ich kann jetzt ja hier immer nur zusammenschneiden, dass höchstwahrscheinlich eine Herdenimmunität nicht mit dem einmal durchinfizieren geschaffen ist. Ne? Die haben da auch ihre Zweifel. Deshalb, man darf die Schweden nicht immer so idealisieren. Die wissen genau, was die tun. Die sind nicht dumm. Die haben nur den Weg gewählt, es nicht über Verbote zu machen, sondern über Gebote. Und die Schweden sind so freundlich und so schlau und so intelligent, dass die das auch folgen, ohne dass man das per Dekret, per irgendwas, per Verordnung da durchhauen muss. Und sehr interessant, The Local Decay, also das ist das dänische Pendant dieser Zeitung, die hatten einen Artikel, den wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Was ist denn jetzt genau der Unterschied? Weil Dänemark und Norwegen sind jetzt dabei, ihre Lockdowns aufzuheben und ja klar, die ganze Welt leidet drunter und die Wirtschaft geht den Bach herunter. Heute wird zum Beispiel großes Thema sein, wird die Lufthansa jetzt pleite gehen oder nicht? Klammer auf, ich nehme es vorweg, ich könnte mir vorstellen, die Bundesregierung wird das Ding teilverstaatlichen, Klammer zu. Na, überall auf der Welt haben wir ein Riesenproblem, ein Geldproblem, ein monetäres Problem. Deshalb, alle müssen weitermachen, wir auch. Das sehe ich genauso und der kleine Laschet in mir sagt auch, wir müssen weitermachen, weil ansonsten fahren wir alles gegen die Wand. Das geht halt nicht. Problem,
wie öffnen wir es? Und deshalb fand ich diesen Artikel super, weil er mal gegenübergestellt hat, wie machen es denn die anderen Länder? Also insbesondere interessant für eben die Dänen und die Norweger im Vergleich. So. Although not legally enforced, mobile phones data showed a significant reduction in traveling, including over the Easter holidays weekend. Das heißt, in Schweden darf man, surprise, liebe Verschwörungstheoretiker, auch nicht überwachen. Ja? Und trotzdem haben die das gemacht, ne? Also, obwohl es keine Rechtsgrundlage dafür gibt, wurden die Mobilfunkdaten ausgewertet in Schweden. Und, surprise, die waren alle zu Hause. Keine Auflagen, nix, ja? Und die halten sich einfach dran, das war super. Aber nicht, dass ihr denkt, das ist jetzt hier, um uns alle zu knechten und zu überwachen. Nein, das Problem ist, wir brauchen Daten, wir brauchen Zahlen, wir müssen gucken, tut sich tatsächlich was, halten sich die Leute dran. Da geht es nicht darum, dass einer mit einer Kamera beobachtet wird, oh, der ist jetzt zur Eisbude gegangen, ja? Oder irgendwelche Spitzelsyndrome oder so. Da geht es einfach nur darum, können wir wirklich davon ausgehen, dass die Maßnahmen, die wir eingeleitet haben, in irgendeiner Art und Weise fruchten? Und ja, in Schweden kann man das sagen, obwohl eben nicht mal rechtlich erlaubt, die Handydaten eben da heranzuziehen. Übrigens, soweit alle über diese RKI-App, die überhaupt nicht funktioniert bei mir auf dem Handy, schimpfen, wer sich bei Google anmeldet, wird auch getrackt. Ich kriege jeden Monat eine Übersicht, wo ich angeblich war. Also, ne? Das ist einfach so. In dem Moment, wo man ein Smartphone hat, isst man gläsern. Deshalb, ich bin zwar sehr für Datenschutz, aber da muss ich sagen, das ist eine Illusion, ja. Aber gucken wir uns jetzt erstmal an, wie es denn halt in Schweden aussieht. Wie sieht's denn aus mit den Kindergärten? Ja, in Dänemark und in Norwegen fängt man langsam wieder an, Kindergärten hoch zu fahren, also zumindest, dass da auch Sanitizer, also Hygienemittel, Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden und auch in den Schulen sind die Klassen in kleine Klassen aufgeteilt worden. In Schweden haben die gesagt, nö, also wenn ein Kind krank ist, dann gucken die nach Symptomen und dann schicken die das Kind nach Hause. Umgekehrt, wenn die Eltern krank sind, dann kann man sein Kind trotzdem in die Schule schicken. Im Gegensatz dazu kann das Kind im Kindergarten oder, naja, in die Schule gehen. Das ist vielleicht gar nicht so clever gewesen, weil das ist ja das, was viele Virologen auch sagen. Die Kinder könnten selbst nicht so schwer krank werden, aber sehr gute Überträger sein. Und dementsprechend wundern einen die hohen Infektionszahlen nicht, ausgerechnet in diesem sensiblen Punkt eben laufen zu lassen. Das ist etwas, wo die Schweden sich vielleicht später auffragen werden, oh, war das eine gute Idee, ne? Weil Social Distancing und die Vorgaben für die Erwachsenen hilft, aber wenn die Schulen offen sind und man kann sogar kranke Kinder einfach hinschicken, beziehungsweise die aus kranken Familien, ist es vielleicht keine gute Idee. Deshalb vielleicht auch diese enorm hohen Zahlen. Ja? So, dann haben die Schweden und hier nochmal wirklich, die haben eine Order erlassen, also eine Empfehlung, dass eben keine Überfüllung an der Bar stattfindet. Ne? Die müssen halt Abstand halten und wenn diese Sachen nicht wirken, dann wird da eben jetzt auch, wenn strikte Verbote kommen und dann wird das auch geschlossen. In Norwegen und Schweden sind alle Geschäfte erlaubt offen zu bleiben, aber weil die schwedische Regierung oder weil die schwedische Handelsorganisation dann gesagt hat, 30-50% der Läden in Norwegen haben eben geschlossen, weil sowieso keiner mehr auf die Straße ging freiwillig, haben die gesagt, okay, also wir machen auf, aber mit Guidelines und wir gucken dann, dass wir immer noch das Infektionsrisiko reduzieren. In Schweden heißt es, ja, die Leute dürfen weiterhin einkaufen gehen, ganz normal, aber die haben auch eben diese Abstandsregelungen gehabt, die haben nichts mit Quadratmeterzahlen oder so geregelt, die haben einfach gesagt, da müssen halt die Ladeninhaber darauf achten, dass je nachdem, wie groß der Laden ist, nicht zu viele drin sind und dass auch der Laden geschlossen wird, wenn zu viele Kunden im Laden drin sind. Das ist natürlich so ein Ding, ne? Bei uns in Deutschland fangen die direkt an, mit dem Zentimetermaß zu messen oder Quadratmeterzahlen zu rechnen. Das ist eine Sache, das geht nur, wenn man nicht an die Vernunft appellieren kann, ne? Wenn ich eine kleine Boutique habe, die unter
80 Quadratmeter ist, dann ist klar, dass ich nur ein, maximal zwei Kunden reinlasse und dann erstmal sage, stopp, bitte kurz draußen warten. Die gehen aber bei uns in Deutschland davon aus, dass die Leute unvernünftig sind und dann einfach die Bude Rappelgranaten voll ist und fünf oder sechs Kunden stehen sich gegenseitig auf den Füßen rum. Ne? Ganz schwieriger Drahtseilakt, was funktioniert und was nicht. Man kann eigentlich nur an die Vernunft appellieren. Mehr kann man eigentlich nicht tun. Aber wie gesagt, in Schweden hat es eben auch nicht so toll funktioniert, weil eben die Zahl der Neuinfektionen weiter, naja, man kann sagen, skyrocketing ist und auch eben die Totenzahlen nicht gerade für die bestmögliche Lösung sprechen. Ne, da kann man dann auch sagen, ja gut, eure Wirtschaft fährt gegen die Wand. Nee, wir sehen es ja in Schweden auch. Die haben die Läden zwar offen, aber viele Leute bleiben zu Hause und gehen weniger einkaufen. Also mir kann keiner erzählen, dass die Schweden wirtschaftlich betrachtet keine Nachteile daraus haben. Bei uns ist natürlich mit dem Shutdown klar, da wird überhaupt nichts mehr umgesetzt. Bei denen wird weniger umgesetzt. Dafür haben sie auch sehr viel mehr Tote zu beklagen und es ist überhaupt noch nicht absehbar, wie die Statistik sich hinterher in den Zahlen so verändern wird, dass auch junge Leute betroffen sind. Ja, wobei, da sollte man auch nicht unterscheiden, denn das Alter ist nicht entscheidend, ob ein Leben mehr oder weniger wert ist. Ja, außerdem hat Schweden, und das ist etwas, was bei uns überhaupt nicht diskutiert wird, schon am 16. April gesagt, nee, also irgendwelche Wettbewerbskämpfe oder League Games in egal welchem Sport sollen verschoben oder abgesagt werden. Bei uns geht man hin und sagt, wir machen im Fußball wieder auf. Die Schweden nicht. Schweden ist hingegangen, hat gesagt, nö, machen wir mal nicht. Und es bleibt bei denen auch übrigens alles geschlossen. Ne? Also die haben gesagt, Guidelines for Sports, reduce the amount of close physical contact. Die sagen, reduziert das bitte. Es ist nicht so, als dass die Schweden das nicht im Blick hätten. Ja, und die haben sich halt auch bei Friseuren, Tattoo und Dermatologen, jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, in Schweden ist zum Beispiel Zahnhygiene ein ganz großes Ding. Die haben Zahnarztpraxen und dann haben die Kosmetikstudios für Zähne, so würde ich das nennen. Also wo es nur um Zahnhygiene geht. Ja, das ist sehr beliebt und das ist toll für die Gesundheitsvorsorge. Und diese Dental Chains, die haben alle nur noch auf Notfall umgestellt. Ja, weil die auch eben wissen, da ist ein hohes Infektionsrisiko. Das haben die wohlgemerkt von sich aus gemacht. Ja, und auch, dass die Kunden ständig ihre Hände waschen können. Es ist also nicht so, als dass man sagen könnte, Schweden hat einfach laufen lassen. Es stimmt einfach nicht. Im Gegenteil. Die haben von sich aus, allerdings nur auf den Menschenverstand appellierend, haben die ganz viele Sachen auch schon ausgeschlossen. Das machen die Leute nur freiwillig, weil sie nicht dumm sind, weil sie eben nicht sterben wollen. Hinzu kommt, und das ist auch so ein Ding, dass immer wieder verglichen wird, die Leute sterben an oder mit Covid-19. Und da hatte ich, das ist schon eine Weile her, ihr seht's, am 7. April diesen Artikel gelesen. Der ging auch relativ viral, weil dieser Professor, er ist wirklich ein mehrfacher Professor, hat mal zusammengefasst, wo er denkt, dass eine Fehlkommunikation auch in den Medien stattfindet. Er hat zum Beispiel gesagt, dass die Zahlen, die wir haben, einfach überhaupt nichts hergeben, wie wir irgendwie was entscheiden können. Wir können überhaupt nichts einschätzen. Er ist besorgt, weil er auch sagt, Covid-19 ist eine schwere Erkrankung. Nur das Problem ist, wir können es in Zahlen überhaupt nicht untersuchen. Wir können es überhaupt nicht festmachen. Er zählt das auf, was für exakte weltweit gültige Definitionen an Diagnose haben wir nicht mal. Er sagt, wir haben keine Zahlen, wer beatmet wird, wer mit ECMO bearbeitet wird. Ja gut, das beatmet wird, das haben wir jetzt so langsam in Deutschland. Aber ihr habt es an den Zahlen zu Beginn der Präsentation gesehen, selbst diese Statistik ist nicht vollständig. Also da kann man auch gar nichts dran sehen. Ja, also die Zahlen, die wir haben, es ist vor allem ja eine freiwillige Übertragung. Es müsste eigentlich eine Pflicht sein, dass jedes Krankenhaus diese Daten übermitteln müsste, damit man ein einheitliches Lagebild präsentieren kann und nicht nur 20 oder 30. Ja, auf jeden Fall sagt er, wir brauchen auf jeden Fall, um Schweregrad zu ermitteln, ganz andere Daten. Und so lange können wir
von der Gefährlichkeit des Virus überhaupt nicht sprechen, weder positiv noch negativ. Weil wenn wir diese Zahlen nicht haben, was erkrankt heißt, was infiziert heißt, was, wie auch immer, wie die Labortests auszuwerten sind, in welchen Zahlen, in welchen Abständen, können wir gar nichts darüber sagen. Und da hat er recht, da muss man wirklich sagen, wir können es gar nicht abschätzen. Und das ist ja auch das, was mein Kritikpunkt ist. Wir können nicht Grundrechte einschätzen, wenn wir das alles gar nicht sagen können. Also wir können keine Einschränkungen vornehmen. Das geht einfach nicht. Und das ist eine Frage der Zeit. Das wird die Gerichte noch jahrelang nach Corona beschäftigen, dass wir hier was mitbekommen, inwieweit tatsächlich von einer gerechtfertigten Gefahr ausgegangen werden kann. Wobei er allerdings sagt, man kann es aber auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Denn wenn man das jetzt mal mit einer Grippe vergleicht, ja, das hat noch kein Mensch, der in der Klinik zu tun hat, gesehen, dass auf einmal ganze Kliniken mit Patienten gefüllt sind, die alle die gleiche Diagnose haben, ganze Intensivstationen mit Patienten gefüllt haben, die gleiche Diagnose haben, dann auch noch 25-30% der Ärzte und Pfleger angesteckt werden mit genau dieser Krankheit, dass überhaupt Beatmungsgeräte angeschafft werden mussten, weil zu wenig da waren auf einmal und so weiter und so fort. Er sagt, nee, so ein uniformes Krankheitsbild, also da kann mir keiner sagen, das sei nicht ernst. Ja, insbesondere habt ihr jemals gehört, dass bei einer Grippe irgendwie 20-30% der Ärzte auch an Grippe erkrankt ist deswegen? Nee, eben nicht. Und dass Medikamente oder Material auszugehen drohen. Und deshalb sagt er, nein, es ist klar, dass es sich um ein gefährliches Virus handelt, auch wenn wir diese ganzen Zahlen hier leider Gottes nicht haben. Und deshalb muss man auf der einen Seite sagen, wir müssen mehr Tests fahren, aber andererseits dürfen wir dieses Ding auf gar keinen Fall unterschätzen. Und dann hat er sich aufgeregt wegen und mit. Das Problem ist halt, wenn einer ins Krankenhaus kommt, hat meinetwegen ein schwaches Herz, ist an Grippe erkrankt, ja, dann stirbt er wegen Influenza, aber nicht, weil, sein Herz aussetzt. Gut, der Pathologe wird dann vielleicht genau differenzieren und sagen, ja, der hatte zwar eine Covid-19-Infektion, aber letztendlich war die Todesursache Herzversagen oder Herzstillstand oder Lungenversagen. Ja, das Problem ist aber, das bringt uns an dieser Stelle nicht weiter, weil es geht darum, dass Menschen sterben. Und die Gefährlichkeit einzuschätzen, dafür wären eben viel mehr andere Sachen noch notwendig zu testen, als zu sagen, mit oder ohne. Da hat dieser Professor Bakhti ja auch was zu gesagt. Naja, also da muss man schon unterscheiden. Ja, die Pathologen müssen da unterscheiden. Das bringt aber nichts für eine Gefährlichkeit oder eine Bedrohungssituation Einschätzung für die Bevölkerung. Weil es nützt mir herzlich wenig, wenn Auslöser ein Virus ist, mit dem ich hinterher noch 20 Jahre hätte glücklich leben können, ohne große Beschwerden, weil wir eben in einer tollen Zeit leben, wo wir die medizinischen Möglichkeiten haben. Und da muss ich dann auf einmal davon ausgehen, dass ich dann einfach sterbe, bloß weil ich Herzrhythmusstörungen habe, kann nicht sein. Dann auch, dass da eben nicht mehr unterschieden wird. Darüber hat er sich auch aufgeregt, dass nur Alte und Kranke sterben. Erstens stimmt es nicht und zum Zweiten, man kann da nicht sagen, es sterben ja nur. Man darf nicht unterscheiden, ob einer 73 oder 77 ist oder 24. Natürlich ist es tragischer, wenn jemand jung ist. Aber deshalb kann man nicht einfach sagen, er war ja schon alt, dann darf er abtreten. Das ist etwas, was eigentlich, die Auffassung vertrete auch ich, die so kaltschnäuzig ist, ist über 60, kann ja abtreten. Es geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Das sind die Leute, die die Wirtschaft so lange am Laufen gehalten haben, die alles wieder aufgebaut haben und die dürfen jetzt abtreten, weil es halt so ist. Es geht nicht. Und ja, das ist erbärmlich, wenn man da differenziert, ganz ehrlich. Also es fällt mir sehr schwer, auch überhaupt darüber nur nachzudenken. Dann, was bei uns so angeprangert wird, in China wird getrackt, wo waren die Infizierten, damit man eben Infektionsketten doch möglichst schnell ausfindig machen kann. Ich hatte euch ein Video gezeigt, wo eben genau das praktiziert wird, wo die Leute, wenn sie in die U-Bahn gehen, sich einchecken, mit Handy ihr Ticket bezahlen und gleichzeitig sagen, nein, ich bin nicht infiziert, meine Temperatur ist so und so, mir geht's gut, ich fahre jetzt da und dahin.
Angeblich geht das nicht, aber bei uns wird alles in Clouds, in Facebook ausgelagert, da werden wir auch getrackt. Ihr erinnert euch, ihr geht bei Facebook rein und Facebook begrüßt euch direkt, möchtest du deinen Standort mit posten. Das heißt, in dem Moment, wo ich überhaupt mit einem Smartphone unterwegs bin, bin ich ohnehin gläsern. Und er sagt, Quatsch, also ne, da wird unterschieden. Und der Ansicht bin ich auch, weil soweit hier nur allgemeine Daten gesammelt werden, kann man die auch eben für statistische Erhebungen dann auch für Seuchen benutzen. Wie gesagt, in Schweden hat man es auch gemacht und festgestellt, die Leute bleiben tatsächlich über Ostern zu Hause. Bei uns hatten sich die Bewegungen etwas erhöht, die Schweden blieben alle brav daheim. Das weiß man, obwohl man es nicht darf, aus den Handydaten, die man dann einfach mal abgerufen hat. Ne? Und warum wurden einfach diese ganzen Vorsichtsmaßnahmen nicht gemacht? Weil wir wussten schon viel früher von diesem Virus. Ja, man kann nicht sagen, dass alles richtig gemacht wurde. Wir haben 3 Monate zuvor tatsächlich gewusst, da kommt was auf uns zu. Es wurde nichts vorbereitet. Es sind nicht ausreichend Testmaterialien da. Und jetzt sind wir erst leider in diese Verlegenheit des Lockdowns gekommen, weil auf einmal die Zahlen explodiert sind. Und da muss man wirklich ganz ehrlich sagen, das hat die Politik verbockt. Ja, da kann keiner jetzt erstmal was für. Es war jetzt notwendig, es wird ja auch besser. Wie die auf ein R0 von 0,7 kommen, keine Ahnung. Aber ich verstehe die Zahlen vom RKI sowieso nicht. Sie sind veraltet, sie sind nicht gut. Da wundert mich das eigentlich nicht mehr. Und deshalb, er sagt auch, wir müssen gucken, dass wir lockern, aber wir müssen auch gleichzeitig schauen, dass wir die Sicherheit von Millionen gesunden Mitbürgern nicht absichtlich irgendwie gefährden. Und je größer die Anzahl der Viren pro Population, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit einer zufälligen Mutation, welche das Virus noch aggressiver machen könnte. Und naja, wir müssen gucken, dass eben nicht gewollt junge Leute oder überhaupt Leute infiziert werden, weil das kann es auch nicht bringen. Am besten ist halt, wenn man wirklich versucht, sämtliche Vorsichtsmaßnahmen, die man irgendwie ergreifen kann, tatsächlich nutzt. Das ist vor allen Dingen deshalb jetzt umso wichtiger, weil das habe ich gestern Nacht noch gelesen aus der Financial Times, dass Remdesivir, was eigentlich das Mittel war, ne? Chloroquin hat man eben schon gesehen, funktioniert sehr wahrscheinlich nicht, macht es nur schlimmer und Remdesivir floppt. Das ist natürlich eine Megakatastrophe. Das Remdesivir wurde ja ursprünglich gegen Ebola entwickelt, war der Hoffnungsträger, dass es hier jetzt funktionieren könnte. Die Chinesen, jetzt seit dem Patentstreit mit Gilead, sind hingegangen, haben das Molekül einfach mal ein bisschen geklaut und testen damit wild, weil die das Testmaterial bei sich haben, möchten es patentieren, ist aber durchgefallen, weil die sagen, nö, nützt nichts. Ja, ne, also keine guten Nachrichten in dem Punkt. Also habe ich mir überlegt, was ich sonst eigentlich nicht mache. Eine Zusammenfassung. Auch um da vielleicht die, die nicht mehr nur kritisch überlegen, sondern da sich schon ein bisschen Verschwörungstheorien hingeben. Ja, die Impfmafia stünde dahinter, WHO oder Bill Gates oder die neue Weltordnung. Man wollte uns nur knechten. Erstens, ob Leute an oder mit Covid sterben, ist letztlich egal. Beides macht das Virus nicht ungefährlicher. Insbesondere nicht für die Risikogruppen, die ohne Covid vielleicht noch 20 Jahre oder mehr zu leben gehabt hätten. Zweitens, Schweden hat nicht einfach alles so laufen lassen. Da gab und gibt es sehr viele Einschränkungen, nur wurden die als freiwillig angegeben und weniger kontrolliert. Und weil es so viele Tote gibt, erwägt die Regierung sogar jetzt aus der Freiwilligkeit einen Lockdown zu machen. Und drittens, die Excess Mortality, also der überschießende Teil oder der überschießende Teil der Normalsterbenden ist enorm hoch und man kann einfach nichts auf Artikel aus lokalen Zeitungen wie in Hessen sterben nicht mehr als sonst geben und dann nützt es auch nichts, sich mit einer nicht so vollständigen Auslastung des Gesundheitssystems zu brüsten. Je mehr Infizierte, umso mehr sterben auch und das sehen wir auch an Schweden. Ja, die haben kein ausgelastetes oder überlastetes Krankenhaussystem und trotzdem haben die 12% Tote aller Infizierten. Das ist verdammt viel. Wenn der Durchschnittsvergleich bei 3% liegt und nur in dritte Weltländern mehr als 3% sterben. Ja, das muss man sich mal sonst vorstellen. Und
Deshalb bin ich der Auffassung, es müssen Lockerungen her, definitiv, damit die Wirtschaft irgendwie wieder starten kann, aber mit sehr viel Augenmaß und allen Anstrengungen, Neuinfektionen zu verhindern. Ich bin auch dafür, dass die Gastronomie wieder aufmacht, aber mit dem Augenmaß, eben wie auch die Chinesen es vormachen, dass nun gewisse Anzahl dann in eine Kneipe gehen darf, dass die Abstand halten. Ich weiß, das ist doof, das ist aber besser als geschlossen zu lassen. Das gleiche gilt für die Sportstudios, wenn Abstände da sind und die Leute Masken haben und vielleicht noch Spuckschutz oder sonst irgendwas aufgestellt ist an Geräten, dann ist das vielleicht eine Lösung. Bei Vollkontaktsportarten muss man es vielleicht auf persönlichen Unterricht beschränken erstmal und nicht in Gruppen. Ich habe auch kein Heilrezept dafür, aber ich weiß, dass es sich ändern muss, damit es besser werden kann. Nur so, wie es momentan ist, geht's gar nicht. Aber liebe Verschwörungstheoretiker, da steckt nicht eine neue Weltordnung hinter. Das ist einfach ein ganz großer Mist. Wir haben das Virus. Alle auf der ganzen Welt haben ein Problem und wir müssen irgendwie rauskommen. So, das war das Wort zum Freitag. Aber ich habe noch gute Nachrichten. Und zwar, es gibt ein neues Milliardenpaket gegen die Corona-Krise. Und das hat mich am meisten gefreut, dass eben für die Schüler und Schulen 500 Millionen beim digitalen Unterricht zu Hause zur Verfügung gestellt werden. Das finde ich ganz großartig. Ihr wisst, das hatte ich schon in den letzten Präsentationen auch erklärt, dass ich das für unumgänglich halte, dass wir da aufrüsten. Und jetzt bekommen bedürftige Schüler einen Zuschuss von 150 Euro zur Anschaffung von Geräten. Finde ich großartig. Das ist genau der Schritt in die richtige Richtung, dass wir uns von diesen Abhängigkeiten unabhängig machen, dass wir mehr digitalisieren. Und für 150 Euro kriegt man schon einen gebrauchten, guten Computer. Das ist machbar. Und da gibt es ganz viele refurbished PCs, die kann man denn kaufen. Ganz toll. Also das ist etwas, was mir sehr viel Freude gestern gemacht hat, wo ich sagte, yay, es geht weiter. Also es wird weitergehen. Und das hier ist auch toll. Heizkosten minus 13%, tanken wird billiger, Energiepreishammer, titelte die Bild. Ich habe mich nicht so gefreut, ich habe einen alten Smart vor der Tür, den habe ich vollgetankt für 1,38 den Liter und ärgere mich jetzt, dass er nicht mehr Pfandwert hat. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Was ebenfalls positiv ist, ist, dass eben weniger Stickoxide in der Luft sind, nachweislich die Luft, die Natur, sie erholt sich. Dafür ist es vielleicht auch gut. Es ist ein schwacher Trost, ich weiß. Weil spätestens dann, wenn man Betroffenen im Bekanntenkreis hat von Corona, dann sagt man, also auf Wetter, Gesundheit ist das höchste Gut. Ja, aber das kommt unserer Gesundheit vielleicht auch zugute. Insofern kann ich nur sagen, wenn ihr Fragen habt über euren Job, Sorgen im Job, finanzielle Unterstützung sucht, aber nicht wisst, wo ihr die beantragen könnt, dann könnt ihr euch für ein Coaching anmelden. Ich habe 2 Slots, jeden Tag 30 Minuten, die könnt ihr buchen und ich rufe euch dann zum gebuchten Zeitpunkt zurück. Ja, es bleibt wie immer bei den Empfehlungen, was man tun kann. Verwahrlost nicht und helft in erster Linie anderen und bitte nicht in Angst verharren, sondern einfach Kopf einschalten und versucht, rational zu bleiben. Da sind keine Verschwörungen, es ist einfach momentan eine verrückte Situation und die Gratwanderung, ich möchte nicht in der Haut der Politiker stecken, was momentan abgeht. Mit Sicherheit sind Lockerungen nötig, aber mit Augenmaß und nicht immer alles direkt ablehnen oder als Freiheitseinschränkung abtun. Deshalb, stay the fuck home. Das Tragen von Masken und Handschuhen schadet nicht. Desinfektionsmittel sind nur schlecht, wenn man sie nicht besitzt. Wenn du sie hast, dann nutze sie auch. Bleib rational und überlegt. Angst war nie ein guter Ratgeber. Erinnert euch an Krisen, die ihr auch schon bewältigt habt. Und erinnert euch dran, dass Omas und Opas auch Weltkriege überstanden haben. Und das war nicht toll, aber vielfach zeigte sich auch ein Zusammenhalt. Deshalb bleibt bitte gesund bis zum nächsten Mal und hinterlasst ein Like oder abonniert, wenn ihr es gut gefunden habt. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann nächste Woche zum nächsten Video wiedersehen. Bis dann.